Moin, Olaf Bartke hier. Das ist der Beginn eines neuen Reisetagebuches, diesmal Frankreich. Ihr kennt das ja noch aus dem Skandinavien-Reisetagebuch. Ich werde mal jeden Tag ein bisschen was filmen und euch ein bisschen Eindrücke vermitteln, was man alles so erleben kann auf einer Reise als Landschaftsfotograf. Das, was ihr im Hintergrund da sehen könnt, das ist Mont Saint-Michel. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, neben dem Eiffelturm das größte, das zweitgrößte Fotoopfer ganz Frankreichs. Ich wüsste gar nicht, was danach noch kommt. Jeder, der sich hier irgendwie mal an der Westküste verirrt, der fährt da vorne mal hin und guckt sich das an. Zugegebenermaßen, das ist schon auch sehr beeindruckend, hierher zu fahren. Aber wenn ihr mal sehen würdet, was da hinten im Hintergrund los ist, da stehen 40 Fotografen oben an der Leiste und ärgern sich, dass ich denen im Wege stehe. Aber nicht jeder ist so mutig, heute hier bei diesen rutschigen Steinen sich so weit ans Ufer zu wagen. Aber ihr wisst ja, no risk, no fun. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß bei den folgenden Kapiteln. Bin gespannt, was so kommen wird. Und wenn euch das gefallen hat, schreibt das bitte in den Kommentar. Eure Anregungen, eure Kommentare, eure Rückmeldungen sind im Prinzip der Motor, warum ich diesen Quatsch hier überhaupt mache. Kostet mich eigentlich alles nur Zeit, aber hinterher manchmal dann auch ein bisschen Vergnügen. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Viel Spaß.